Do you know, when I first started in the ring, we had good refs. It was more physical, and you were allowed to be more physical. And the good, what I liked about the refs back then was they never took the law to the letter, right? So there was always a little bit of flexibility within that. And they would come up to you and say, now, don't do that. I saw that. Ease it up. And you would ease it up, right? Today, everything is like that. And I don't think it's the referees that are worse. It's just they have to be like this. If they're not like that, they will be relegated to the next division. And I just feel that sometimes because of that, the referees put themselves in the spotlight. Well, I remember the referees not being in the spotlight at some point. And I think when you know who the referee was in a game, then it's been a bad game for the referee because you don't want to see him. Just want to forget about the referee, and you can only do that if he's refereed a good game. Ich glaube, für die Schiedsrichter ist es natürlich auch schwerer geworden, dadurch, dass das Tempo noch viel höher geworden ist. Das Tempo und die Athletik, alles hat natürlich auch zugenommen. Aber darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Man darf nicht so immer früher mit heute vergleichen, weil ich glaube, ob das bei den Torhütern ist, ob das bei den Schiedsrichtern ist, es gibt ja diese Vorstellung, dass sich, ich will es mal ein bisschen anders ausdrücken, dass sich ja Populationen entwickeln sich immer weiter. Ob das jetzt Schiedsrichter sind als kleine Population, ob es Torhüter sind. Das heißt, sie suchen sich ja im Grunde immer von ihrer Vorgängergeneration gute Sachen raus, adaptieren diese guten Sachen an sich selber, versuchen sich weiterzuentwickeln. Und das, was die Vorgängergeneration vielleicht nicht so gut gemacht hat, das lassen sie weg. Das heißt, im Grunde entwickelt sich im Sport im Moment alles immer wieder Stück für Stück weiter. Trotzdem glaube ich, dass wir einen großen Unterschied haben. In England beispielsweise gibt es ja den Profi-Schiedsrichter. Not Profi in Deutschland? No. No? No, no. Okay. In Deutschland gibt es das nicht. Wobei das auch immer wieder große Diskussionen hervorruft. Natürlich wäre man jetzt geneigt zu sagen, ja, wir brauchen in Deutschland den Profi-Schiedsrichter. Die Frage ist, wäre dann die Qualität oder wäre die Qualität der einzelnen... It hasn't changed in England. I don't think it's changed in England. So. No. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass in England die Schiedsrichter jetzt besser sind als die Schiedsrichter in Deutschland. Und wir haben ja beim ZDF immer Urs Meier, dem ich ja immer noch böse bin, weil er damals Michael Ballack im WM-Halbfinale 2002 die gelbe Karte gezeigt hat. Er war dann nämlich im Finale nicht dabei und mit dem muss ich jetzt beim ZDF zusammenarbeiten. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Außerdem ist er ja Schweizer und da muss man ja auch so den einen oder anderen Abstrich machen. Aber was will ich sagen? Urs lebt diesen Beruf. Das heißt, ich muss nicht Profi-Schiedsrichter sein auf dem Papier, sondern ich muss es von innen sein. Ja, und Urs lebt diesen Beruf. Urs hat immer versucht, besser und besser zu werden, hat an seinen Schwächen gearbeitet, er ist leidenschaftlich. All die Eigenschaften, die wir Profis auch alle brauchen. Und ich glaube, wenn ein Schiedsrichter auch all diese Eigenschaften hat, dann ist er auch ein guter Schiedsrichter. And also in that respect, you know, if they are professional, and we see this in England, they're in their mind, they are part of the act, and they shouldn't be part of the act, so they see, some of them see themselves as superstars, and they are not. They are doing a very important job, and a lot of them are doing it fantastically well, but some of them really want to be superstars, and I don't think it's right for referees to become superstars. I don't think it's right, because then they referee for themselves and not to be neutral party between two teams. So unfortunately, for me, I see this as creating controversy that the game don't need.